Mein Name ist Brigitte Meierhofer und ich bin Ausbildungsmeisterin in der Lehrwerkstätte bei Verbund. Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Erzeuger aus Wasserkraft in Europa. Bei der Wartung, Instandhaltung und bei den Reparaturarbeiten bei unseren Maschinen und Turbinen wird bereits auf unsere Lehrlinge zurückgegriffen, damit Österreich mit ausreichend Strom versorgt werden kann. Ich habe die Doppellehre bei Verbund gemacht, als Elektrotechnikerin und Maschinenbautechnikerin, habe währenddessen die Matura begonnen und gemacht, habe dann nachher im Kraftwerk gearbeitet einige Zeit, währenddessen die Meisterprüfung gemacht und jetzt arbeite ich als Ausbildungsmeisterin in der Lehrwerkstätte in Ips. Während meiner Lehrzeit hat mir am meisten Spaß gemacht, alle Tätigkeiten im Maschinenbaubereich, Schweißen, Fräsen, Drehen, auch das Programmieren an den CNC-gesteuerten Maschinen. Was auch sehr wichtig war, das Teamwork und die Kollegialität unter den Lehrlingen, auch mit den Ausbildungsmeistern, das war wirklich schön. Meine Aufgabe als Ausbildungsmeisterin ist, Lehrlinge auszubilden. Wir bilden einen Doppelberuf aus, Elektrotechnik und Maschinenbautechnik. Das alles haben wir in 4 Jahren. Im ersten Lehrjahr sind die Lehrlinge nur in der Lehrwerkstätte. Mein Alltag sieht so aus, dass wir jeden Tag in der Früh 2 Stunden Theorieunterricht im Lehrsaal haben, wo die Lehrlinge Elektrotechnik und Maschinenbautechnik abwechselnd machen. Mein Tag ist der Dienstag. Nach dem Theorieunterricht haben wir eine kurze Pause, wo sich die Lehrlinge dann eine Arbeitskleidung anziehen können für den Werkstättenunterricht, wo wir dann das theoretisch Gelernte in die Praxis umsetzen. Zusätzlich gibt es auch noch die Schweißtechnik, wo man als Ausbildungsmeister natürlich auch immer für Fragen zur Verfügung steht. Man schaut auch den Lehrlingen zu beim Schweißen und gibt ihnen immer Tipps und Tricks und Verbesserungsvorschläge. Ich bin froh, dass ich mich für die Doppellehre bei Verbund entschieden habe, weil man 2 Berufe in einem hat, Elektrotechnik und Maschinenbautechnik. Was natürlich auch wichtig ist, dass man in vielen verschiedenen Bereichen arbeiten kann, sowohl in der Werkstätte als auch in technischen Büros. Was auch ihr Glaube ist, dass Mädchen für technische Berufe nicht geeignet sind. Gerade bei Verbund arbeitet man immer in einer großen Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig helfen kann. Und auch die Meister stehen immer für Fragen zur Verfügung, wenn man irgendwo Hilfe braucht. Ich kann das für Mädchen nur empfehlen. Ihr schafft es auf jeden Fall. Ihr kriegt ausreichend Unterstützung. Traut euch drüber, macht die Doppellehre bei Verbund.